Antwort haben den Tagesordnungspunkt L4 als nächsten für eine saubere Stadt. Graffiti-Schmiererei nachhaltig und wirkungsvoll bekämpfen heißt sie. Einreicher ist die CDU-Fraktion, die gleichzeitig auch noch einen Ersetzungsantrag hat. Vielleicht Start auf Punkt machen. Wer macht es? Herr Dr. Brauns, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, den Faden will ich gerne aufnehmen und gleich den Ersetzungsantrag vorstellen. Wir hatten den Punkt ja schon mal in der letzten Sitzung vor Weihnachten auf der Tagesordnung und auf Bitten der Grünen Fraktion, weil dort noch interner Gesprächsbedarf war, haben wir es dann vertagt und diese Gespräche mit der Grünen Fraktion, da möchte ich mich ausdrücklich auch noch mal bei Frau Mühle bedanken, sind fruchtbar gewesen und haben zu diesem Änderungsantrag, den wir jetzt hier einreichen, geführt, der die wesentlichen Kernpunkte enthält. Und das ist, die Graffitis in dem 26er Ring nachhaltig zu beseitigen. Und dasselbe gilt für den Elbraum im Stadtgebiet. Und da sind ja besonders betroffen die Albertbrücke und die Waldschlösschenbrücke sowie dessen Umfeld. Es ist ein ausgesprochenes Ärgernis, und das wissen wir auch von den Handwerkern, um als Beispiel die Albertbrücke zu nehmen, die in bemerkenswerter Qualität mit Sandstein ist historisch erneuert worden ist. Kaum war sie fertig, ist dieser auch historisch gesehen wertvolle Architektur einfach beschmiert worden. Der Sandstein ist verunziert worden. Und das finden wir leider Gottes an vielen Stellen. Und das ist einer Kunst- und Kulturstadt schlicht unwürdig. Es gibt andere Städte, die haben es schon geschafft, die Graffitis dort, wo sie unerwünscht sind, zu beseitigen. Wir haben das, als wir beim Rotterdam waren, Herr Schmidt-Lamontaine, Sie können sich erinnern, Sie waren damals Delegationsführer. Es war ganz beeindruckend, wie die Rotterdamer Innenstadt tatsächlich man dort keinerlei Graffitis an den Stellen fand, an denen sie nicht erlaubt waren. Und es sind ja auch einige Städte wie Kiel, wie Magdeburg, die ähnliche Programme auflegen. Auch in der Schweiz gibt es dort ganz erfolgreiche Vorhaben. Ich glaube, das kann, ich sage es nochmal, einer Kunst- und Kulturstadt nur gut tun, wenn sie in dem wichtigen Zentrum hier sich so präsentieren kann, dass sie die Fassaden, die ohne Graffitis glänzen sollen und dafür gemacht sind, auch entsprechend glänzen. Das ist in dem Ersetzungsantrag alles enthalten. Es ist des Weiteren enthalten ein Punkt, dass diejenigen, die sich mit Street Art beschäftigen wollen und Street Art auch machen wollen, mehr Flächen bekommen, als das bisher der Fall ist. Und das ist in der Tat auch wichtig. Das soll so geschehen. Auch dem trägt der Ersetzungsantrag, wie im Übrigen schon der Ausgangsantrag, Rechnung. Ein wesentlicher Aspekt zu verhindern, das ist uns immer wieder auch gesagt worden, dass neue Graffitis entstehen, nicht gewünschte Graffitis entstehen, ist, dass sie schnell beseitigt werden. Jetzt haben wir dort nicht mehr 24 Stunden stehen, wie im Ausgangsantrag, sondern 48 Stunden. Das ist auch schnell, wenn das dazu führt, dass wir hier in der Art und Weise beginnen können, tragen wir das gerne mit und dementsprechend steht es auch so in dem Ersetzungsantrag drin. Alles in allem, glaube ich, machen wir da einen guten Aufschlag und kommen mit ganz praktischen Dingen, die wir hier als Stadtrat auch in Bewegung setzen können, zu etwas, was vielen, vielen Bürgern ein Anliegen ist, nämlich dass die unerwünschten Graffitis doch verschwinden sollen, und zwar nachhaltig verschwinden sollen. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Ersetzungsantrag. Vielen Dank. Ich habe einen zweiten Ersetzungsantrag vorliegen von Herrn Schulte-Wissermann, der könnte jetzt auch eingehen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Netz. Lassen Sie mich mit etwas Ungewöhnlichem beginnen. Das mache ich nämlich selten, weil ich muss der CDU ein kleines Lob aussprechen. Und das meine ich ernst, weil Sie sind ja nicht der Teufel. Ne? Also Sie haben sich bewegt mit Ihrem Antrag. Und was ich wirklich hoch anerkenne, ist, dass Sie nicht per se Graffiti igittigit, sondern dass Sie halt zum Beispiel auf Graffiti, legal Graffiti-Flächen oder so, dass Sie das durchaus annehmen und auch quasi den Kriminalpräventiven Rat und den Jugendhilfeausschuss mit einbeziehen in die weitere Entwicklung. Das finde ich sehr gut. Es gibt jetzt allerdings mit dem Ersetzungsantrag von Ihnen einige Probleme, oder ich möchte auf zwei eingehen. Das erste ist vielleicht eher so technischer Art. In Ihrem Punkt 1 und 2 steht dasselbe drin. Ja, oder sozusagen, die sind redundant. In 1 steht, alle Graffitis sollen sofort entfernt werden. In 2 steht, es soll bald alle Graffitis sofort entfernt werden. Also das ist ein bisschen inkonsistent. Was ich aber schlimmer finde, ist, es sollen alle Graffitis von jetzt ab bis in alle Zeit innerhalb von 48 Stunden entfernt werden, innerhalb des gesamten 26er-Rings. Von welchem Geld denn? Also wo ist hier mal gesagt, was das kostet, wo das Geld herkommt und wie man das überhaupt bewerkstelligen will? 48 Stunden, das ist normalerweise ein Zeitintervall, das mache ich bei Notfällen. Ja, also irgendwie, da es brennt, die Feuerwehr muss kommen, das muss schnell gehen. So, aber 48 Stunden für ein Graffiti, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Also von daher, und wie gesagt, ich erwarte eigentlich, dass der Herr Oberbürgermeister dann sagt, nein, das können wir nie machen, weil ich weiß ja nicht, kostet das jetzt 10.000 Euro im Jahr oder kostet das 100.000 oder kostet das 1 Million? Ich weiß nicht, was einmal Graffiti entfernen kostet. Wollen wir dafür jetzt städtische Mitarbeiter anstellen? Ja, die müssen dann also 24 Stunden am Tag, müssen die dann sozusagen auf der Lauer sein und Graffiti entfernen. Also das kann man nicht machen. Ich habe einen Ersetzungsantrag gestellt, der 3 einfache Sachen fordert. Das erste ist die Flächen unter den Brücken, das ist das Piratenziel, aber erstmal die Flächen unter der Albertbrücke und der Waldschlössenbrücke für Outdoor-Sport und für Graffiti freizugeben, legale Graffiti-Flächen, und das in Kooperation mit Vereinen und Initiativen zu machen. Also nicht die Stadt soll für andere irgendeine Dienstleistung erbringen, sondern sie soll einfach die Voraussetzung schaffen, dass Vereine und Initiativen diese Flächen nutzen können. Warum? Flächen unter der Brücke sind im Freien, aber sie sind überdacht. Das heißt also, alles, was irgendwie im Freien stattfindet, was aber auch sehr gut funktioniert, wenn es nicht dauernd drauf regnet, ist da unten gut aufgehoben. Der zweite Punkt ist, man soll jetzt mal den Saldo ausrechnen. Man sagt immer, Graffiti, oh, das ist zu teuer. Das und das sollen wir machen, oh, das geht nicht, das ist zu teuer. Sondern vielleicht ist es ja so, dass wenn man eine Kooperation macht mit Vereinen und Initiativen, dass es für die Stadt billiger wird. Ne? Also, wenn ein Verein sich da kümmert, die Fläche sauber zu halten, eine Bank hinzustellen, da ein Sportgerät hinzubauen, wenn ein Verein sich darum kümmert, dass die Leute eine Awareness haben, also ein Bewusstsein, dass dieser Ort wichtig ist, dass sie ihn auch sauber halten, ja, vielleicht führt das ja dazu, dass wir Kosten sparen. Das heißt, die Stadt soll anhand dieses Beispiels unter den beiden Brücken jetzt mal rausfinden, ob es uns Geld kostet oder ob wir nicht Geld sparen. Und wenn sie das festgestellt hat, dann soll die Stadt das sowohl in den Stadtbezirksbeiräten Neustadt und Altstadt besprechen, als auch im Bauausschuss und im Finanzausschuss, weil natürlich die Finanzen müssen auch in den Finanzausschuss. Meine Damen und Herren, ich mache mir jetzt keine allzu großen Hoffnungen, dass dieser Antrag eine breite Mehrheit bekommt. Ich möchte allerdings trotzdem bei Ihnen diese Idee in den Kopf sozusagen vielleicht nicht pflanzen, aber dennoch nahelegen, sie da reinzulegen, auf dass diese Ideen wachsen und gedeihen und dass wir in Zukunft nicht wieder Anträge haben, wo drin steht, wegen irgendwas, was nicht wirklich lebensbedrohlich ist, müssen wir jetzt in 48 Stunden sofort Alarm machen. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD. Herr Kanewski.
Oberbürgermeister. Ja, es geht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähnlich wie Kollege Schulte-Wissermann möchte auch ich mich für die Initiative bedanken, weil ich glaube, das ist ein Thema in Dresden, was uns schon ein ganzes Stück beschäftigt. Wir haben im Rat immer wieder Diskussionen über Kunst und Kultur und ich finde auch Graffiti kann ein Teil von Kunst sein. Mir gefällt da auch nicht alles. Wir haben hier im Rat ganz lange die letzten Jahre immer wieder darüber diskutiert, ob es Möglichkeiten gibt, mehr Graffiti zu legalisieren. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Sie machen den Vergleich ja in Ihrem Antrag auch auf zwischen Schmierereien und Graffiti. Deswegen finde ich die Initiative, die in Ihrem Antrag niedergeschrieben ist, auch in dem neuen Ergänzungsantrag oder Änderungsantrag zu Ihrem, dass wir legale Möglichkeiten für Graffiti in dieser Stadt brauchen, sehr, sehr gut. Die SPD-Fraktion wird heute beim auch Ersetzungsantrag ihrer Fraktion zum eigenen Antrag trotzdem differenziert abstimmen, weil wir glauben, dass es auch in dieser Stadt momentan vordringlichere Probleme gibt, als innerhalb von 48 Stunden Graffiti zu entfernen. Das mag uns alles nicht schmecken, wenn hier rumgeschmiert wird, gar keine Frage. Aber die Verwaltung nun damit zu beauftragen, dass sie eine Sondertruppe hat, die dann innerhalb von 48 Stunden Graffiti entfernt, ich glaube, es ist realistisch nicht umsetzbar, kann das Anliegen nachvollziehen, aber deswegen können wir diesen Punkt, das ist ja der Zweier dann in Ihrem Ersetzungsantrag, nicht mitgehen. Ein weiterer Punkt, der in unserer Fraktion für Diskussion gesorgt hat, war, ob die Fokussierung, ich sage mal jetzt salopp, auf den Innenstadtring, was die Entfernung von Graffiti angeht, der richtige Ansatzpunkt ist oder nicht. Also warum messen wir im Zweifelsfalle in dieser Stadt dann mit zweierlei Maß? Wenn uns das nicht gefällt, illegales Graffiti in der Stadt, ist die Frage, warum man sich dann nur auf den Innenstadtring bezieht, warum man es sich für die ganze Stadt machen möchte. Deswegen werden wir uns an diesem Punkt enthalten. Wir finden den Punkt 3 und 4 in Ihrem Ersetzungsantrag zustimmungsfähig. Ich freue mich, dass wir an diesem Punkt auch mal gezeigt haben, dass wir sowohl in den Ausschüssen wie auch im Rat miteinander Kompromisse finden können und auch durchaus miteinander diskutieren und verschiedene Wege auch zum selben Ziel finden können. Insofern grundsätzlich danke für die Initiative und ich bin selber sehr gespannt, weil das wird bunt ausgehen, wie die Mehrheiten dann am Ende für die einzelnen Punkte sind. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Sieht auch nicht so aus. Dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Mühle. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen. Der ursprüngliche Antrag der CDU ist mit einem Ausschussvotum im Ausschuss für allgemeine Verwaltung geendet, der bloß noch den vierten Punkt, nämlich die Neuausweisung von Flächen sozusagen, beinhaltete. Daraufhin haben wir, weil wir auch bei uns eine durchaus kontroverse Auseinandersetzung darüber haben, wie wichtig der Schutz der historischen Bausubstanz und besonders der Sandsteinbausubstanz in der Altstadt ist, nochmal das Gespräch gesucht und sind dann zu diesem Kompromiss gekommen mit dem für uns wichtigen Punkt, dass jetzt die Füße an der Waldschlösschen Brücke geprüft werden sollen, diese auch als Form von Legal Planes freizugeben. Ich finde es wichtig, diesen Antrag jetzt im Zusammenhang zu sehen mit dem Antrag, der 2014 oder den wir hier schon beschlossen haben, der gerade eigentlich dazu animiert oder geplant war, viel mehr freie Flächen auszuweisen. Da ist jetzt gerade vor zwei Wochen der Abschlussbericht und das Konzept veröffentlicht worden. Die Personalkosten, die für das gesamte Konzept kalkuliert sind 100.000 Euro, also Personal- und Projektkosten. Ich denke, das ist viel preiswerter als das, was über die Personalkosten, die wir hier für eine schnelle Beseitigung sprechen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehen wir das Problem und sind auch bereit, uns anzuschauen, ob diese schnelle Beseitigung von Graffiti und Schmierereien in dem 26er Ring zum Erfolg führt. Da gibt es durchaus unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen europäischen Städten. Das Beispiel Rotterdam ist schon gefallen. Ich möchte auf jeden Fall für den Antrag punktweise Abstimmung beantragen. Und ich finde, jetzt ist der Antrag von Herrn Schulte-Wissermann ein
ein Ersetzungsantrag. Ich finde aber durchaus den dritten Punkt in dem Antrag von Herrn Schulte-Wissemann, nämlich die Beteiligung der Stadtbezirks, der jeweils betroffenen Stadtbezirksbeiräte Altstadt und Neustadt, unterstützenswert und würde daher beantragen, dass das noch als Ergänzung zu dem CDU-Ersetzungsantrag sozusagen abgestimmt wird. Genau, wir freuen uns, dass aus dem ursprünglichen Antrag dieser Wunsch nach Überwachung herausgekommen ist jetzt, weil eben wirklich wir davon ausgehen, dass die Freigabe von möglichst vielen Flächen der richtige Schritt ist und nicht die Repression. Was wichtig ist zu sagen, auch im Kriminalpräventiven Rat plant die Stadt, soweit ich das im letzten Protokoll entnehmen konnte, schon in Modellregionen jetzt auszuweisen und dort zu probieren, ob man mit schneller Entfernung oder und mit Freigabe von zusätzlichen Flächen die besseren Erfolge erzielt. Und vielen Dank. Dann als nächstes AfD-Fraktion. Bitte schön, Herr Doktor. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch wir beantragen die punktweise Abstimmung des CDU-Ersetzungsantrags. Vielen Dank. Dann haben wir Fraktion Die Linke, Frau Holowenko. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe CDU-Fraktion, Ihr Antrag trifft leider immer noch nicht unsere, kann noch nicht unsere Zustimmung in Gänze treffen, deswegen beantragen auch wir die punktweise Abstimmung. Das Problem ist nämlich, dass dieser Antrag immer noch pauschalisiert und der wertet die Kunst vom Graffiti im öffentlichen Raum pauschal als Schmiererei ab. Der Antrag möchte erreichen, dass die Albert- und Waldschlösschenbrücke einschließlich eines nicht näher definierten Umfeldes von allen Graffiti befreit werden. Und außerdem soll die Stadt bis Ende Juni die Voraussetzungen schaffen, dass das Gebiet innerhalb des 26er Rings von Graffiti befreit wird und neue Schmierereien binnen 48 Stunden beseitigt werden. Das ist unserer Meinung nach zeitlich überhaupt nicht machbar und mit erheblichem personellen und finanziellen Aufwand verbunden. Und drittens ist es ein Kampf gegen Windmühlen, denn nichts ist für Sprayerinnen attraktiver als eine freie Wand, am liebsten im Dresdner Cappuccino-Beige. Wir können die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger weitaus besser einsetzen und gleichzeitig etwas für den Ruf Dresdens als Kunst- und Kulturstadt tun. Denn Sie erinnern sich, im Jurybericht zur Kulturhauptstadtbewerbung wird Dresden explizit dazu aufgefordert, neue Wege in diesem Bereich zu gehen. Nun ist Graffiti natürlich alles andere als neu. Die wohl ältesten Graffiti sind die Höhlenmalereien und Felsbilder aus der Steinzeit. Zum Glück gab es damals aber noch keine CDU-Fraktion, die diese Kunstwerke entfernen lassen wollte. Sonst wüssten wir heute nämlich weitaus weniger über die Alltagskultur und das Leben der damaligen Zeit. Graffiti ist längst eine international anerkannte Kunstform. In Ihrem Ursprungsantrag führen Sie unsere Partnerstadt Rotterdam an. Ein Blick auf deren Internetseite zeigt, dass Rotterdam, kann ich bitte ein bisschen Ruhe haben, danke, selbstbewusst mit seiner 7 Kilometer langen Street-Art-Route wirbt. In Städten wie London, Barcelona und Berlin werden jedes Jahr mit Graffiti-Stadtführungen und Souvenirs aus diesem Bereich Millionenumsätze gemacht. Und selbst in Zürich, das für sein striktes Quartiersmanagement in Sachen Graffiti berüchtigt ist, gibt es inzwischen ganze Straßenzüge, die wegen ihrer Graffiti-Kunst unter Schutz gestellt sind. Die 2014 geschaffene Graffiti-Koordinierungsstelle der Stadt Leipzig wurde erst im letzten Jahr mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausgestattet. Sie hatte sich zum Ziel gemacht, die einseitige Lesart von Graffiti als Straftat und Schmiererei zu beenden. Sie leistet mit Erfolg Informations- und Aufklärungsarbeit, initiiert legale Graffiti-Projekte und akquiriert und betreibt legale Graffiti-Flächen, auch im Sinne der Kriminalprävention. Diesen nachhaltigen und präventiven Ansatz sollten wir nun endlich auch in Dresden verfolgen, um die historische Bausubstanz zu schützen und Menschen, die sich in Graffiti ausprobieren wollen, nicht in die Illegalität zu treiben. Ein guter Weg wäre, endlich den Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2014 umzusetzen und die Mittel für das von der Verwaltung inzwischen erstellte Urban Art Konzept bereitzustellen. Dieses Konzept bindet die zuständigen Ämter, die Akteure der Kultur- und Jugendarbeit und den Kriminalpräventiven Rat ein. Und es liegt nun schon seit geraumer Zeit bei der Verwaltung in der Schublade.
Statt nun also aus purem Aktionismus Mittel für eine Graffiti-Feuerwehr zu fordern, sollten wir endlich die Mittel für die Umsetzung unseres Urban Art Konzepts in den nächsten Haushalt einstellen. Abschließend ist es mir nochmal sehr wichtig zu betonen, dass diskriminierende, hetzerische oder rassistische Schmierereien, und hier ist dann diese Bezeichnung wirklich angebracht, natürlich nach wie vor sofort aus dem öffentlichen Raum entfernt werden müssen. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste im Saal und am Livestream. Ich möchte das Ganze, was auch nochmal erst meine Vorrednerin gebracht hat, nochmal ein Stück weit untersetzen und auch nochmal sozusagen auf unsere Punkte mit hingehen, worum wir sozusagen auch nicht ihren 48-Stunden-Null-Toleranz in der Innenstadt sozusagen zustimmen können. Die Deutsche Bahn gibt jedes Jahr 13 Millionen Euro aus. Plus alleine dafür dann, dass sozusagen jeden Tag Züge, die sozusagen vielleicht mit Street Art, mit Text dann, mit Graffitis dann, gibt es auch eine große Breite dann. Das haben Sie alles gar nicht beschrieben in Ihrem Antrag dann. Deswegen ist es auch sehr unklar, was Sie eigentlich wollen, letztendlich beseitigen lässt. Wenn sozusagen das, was Sie jetzt vorschlagen, wirklich tatsächlich fassen würde, dann hätte die Bahn sozusagen dann nach ein paar Jahren keinerlei Probleme mehr dann mit illegalen Textern oder mit Street Art an Zügen. Mittlerweile haben wir die Situation dann, dass es nach wie vor dann sehr attraktiv ist, an diesen Stellen zu sprayen dann. Und ich denke dann, dass Sie gerade den Bezug dann, wenn Sie, sag ich mal, 48 Stunden alles frei machen wollen, gerade dann diese Flächen wieder dann zum neuen Besprühen dann letztendlich herrichten. Ein großes Problem, was die Bahn weiterhin hat, ist, dass sie durch dieses ständige Reinigen mit den Untergründen und mit diesen Flächen dann, die dort eben halt immer wieder abgesprüht werden müssen, die, sag ich mal, auch mit Chemikalien behandelt werden müssen, letzten Endes dann enorm hohe Kosten hat. Jetzt weiß ich nicht, Herr Brauns, wie Sie sich sozusagen vorstellen, wenn dort jeden Tag durch die Innenstadt, der Stadt Dresden dann Graffiti-Ex durchläuft, was Sie sozusagen mit diesen gesamten Fassaden machen wollen, dann die damit letzten Endes zerstört werden. Das sind Putzflächen dann, die Sie dort angreifen dann, es sind dort Farbflächen drunter dann, die werden auch mit abgesprüht, die müssen Sie regelmäßig mit wieder herrichten dann, und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie eine Antwort darauf dann, aber es wird offensichtlich nicht funktionieren. Und Städte, die sozusagen teilweise bis 1 Million Euro im Jahr ausgeben dann dafür dann, dass genau das gemacht wird, dass man zeitnah wieder entfernt, haben letzten Endes, sag ich mal, keinerlei Erfolg, weil Sie, sag mal, in einer Gruppe, die, sag ich mal, sich von dem Alter von 10 bis 99 Jahren mit diesen Thematik beschäftigen, dann letzten Endes damit irgendwie kriminalisieren wollen, aber sie werden es nicht schaffen, sie letzten Endes einzudämmen. Street Art ist mittlerweile zeitgenössische Kunst. Anja Honlovenko hat es gesagt. Wir haben die Situation dann, dass mittlerweile Street Artist sogar in die Museen kommen dann. Banksy ist sozusagen das beste Beispiel dazu. Aus dem Grunde werden wir uns, sag ich mal, auch diesen Punkt nicht anschließen. Zur Beliebtheit von Graffiti zeigt letzten Endes dann auch dann, dass die sozialen Medien sehr, sehr hohe Zugriffszahlen haben auf diese Fotos dann, die mit diesen Street Arts gemacht werden. Das sind teilweise bis zu 42 Millionen User, die diesen Accounts folgen dann. Sie werden es letzten Endes nicht in den Griff kriegen. Aus dem Grunde ist wirklich die Frage dann, ob Sie Ihren Antrag nicht doch nochmal überarbeiten, zurückziehen und an der Stelle vielleicht auch dann nochmal wirklich besser nochmal arbeiten. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Aschenbach. Verdammt. Ich muss den Stick mal hier ziehen, sonst passt meiner nicht rein.
Ja. Hallo CDU. Nach euren Maßstäben ist der Antrag ja schon aufgrund seines unsäglichen Titels abzulehnen. Aber sie ärgern sich halt egal. Nun ein kurzer Überblick dessen, worüber wir hier reden. Frau Holowenko hat meine erste Pointe geklaut, so sind sie halt die Linken. Dafür habe ich Bilder. Seit es den Menschen gibt, beschmiert er Wände. Die ersten Schmierfinken verrichteten vor über 44.000 Jahren ihr schändliches Werk. Prähistorischer Vandalismus weltweit. Mit privaten Kritzeleien verunstalten vor gut 5000 Jahren nicht nur Ägypter, Aramäer und Griechen irgendwelche Tempel, die Pflege kratzten schon damals einfach ihre Namen in die Wand. Für die Römer waren Graffiti gängiges Kommunikationsmittel. Neben ihren Namen, Lieblingsgladiatoren, den aktuellen Prostitutionspreisen und politischen Auseinandersetzungen hielten sie auch allgemeingültige Weisheiten fest. So fand man in Pompeji den weisen Spruch Malem me amici felent quam inimici irument. Besser von Freunden einen geblasen zu kriegen, als von Feinden in den Mund gefickt zu werden. Aber auch die Nordeuropäer konnten sich nicht zurückhalten. So hackte zum Beispiel der Wikinger Haldwan im 9. Jahrhundert kackdreist seinen Namen in die Balustrade der Hagia Sophia. Mit ihrem Namen verzierten auch zahlreiche berühmte Persönlichkeiten das ein oder andere Bauwerk. Zu den berühmtesten gehören Lord Byron, Goethe und der von den Christdemokraten so geschätzte Parlamentsverächter Bismarck. Immer und überall malten Menschen auf Wände. Im Zusammenhang mit besonders geschmacklosen Schmierereien mussten schon ganze Städte weichen. Im Gegenzug erreichte die folgende Diktatur die weltweit größte Graffiti-Wand. Natürlich werden nicht nur Wände bemalt, sondern zum Beispiel auch Fahrkartenautomaten und Züge. Aber es gibt halt viel mehr Wände und solange es Menschen gibt, werden einige davon auch Wände bemalen. Also putzen, putzen, putzen. Jawohl. Oh, jetzt geht's von vorne. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wird ein Schlusswort von der CDU-Fraktion gewünscht? Nein? Dann würden wir nahtlos in die Abstimmung eintreten. Ich werde den Ersetzungsantrag von der CDU als den weitergehen, deswegen würde ich den auch zur Grundlage nehmen. Da würden wir zunächst, wie beantragt, es in einer punktweisen Abstimmung machen und jeweils ist das dann gleich, wenn es angenommen wird, eine Schlussabstimmung. Es ist beantragt worden, dann den Punkt 3 noch an den Ersetzungsantrag als einen weiteren Punkt von Herrn Schulte-Wissermann anzuschließen. Das würde ich dann auch abstimmen lassen. Und soll das alles keine Mehrheit haben, dann würde der Ersetzungsantrag von Herrn Schulte-Wissermann zur Abstimmung kommen. Und wenn das wieder alles keine Mehrheit hat, kämen wir dann über den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. So. Kommen wir dazu, wer dem Punkt 1 Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion zustimmen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja, 3 Nein, 3 Enthaltung, damit zugestimmt. Kommen wir zum Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Ja, 20 Nein, 14 Enthaltung, damit zugestimmt. Jetzt kommen wir zum Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe.
55 Ja-Stimmen, 14 Nein, keine Enthaltung, auch so zugestimmt. Kommen wir zum Punkt 4. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt nachher. Fünfundfünfzig Ja, zwei Nein, 11 Enthaltungen, damit auch zugestimmt. Und last but not least würden wir jetzt dem Punkt 3 als neuen Punkt von Herrn Schulte-Wissermanns Ersetzungsantrag als neuen Punkt 5 anfügen, wenn er eine Mehrheit bekommt. Das stimmen wir jetzt ab. Sechsunddreißig Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit auch so angenommen. Das wäre es zu diesem Punkt.